Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Weltfriedensmeditation, 6.10.2022. Und das heutige Thema ist brisant. Es geht um sexuelle Gewalt, es geht um Missbrauch, wie ihr euch davor energetisch schützen könnt. Und zum Schluss gibt es einen wundervollen Vortrag von Swami, in dem es unter anderem darum geht, warum ihr die sexuelle Energie braucht, um gewisse Erleuchtungs- oder Bewusstseinsstufen erreichen zu können. Und warum totale sexuelle Enthaltsamkeit kontraproduktiv ist. Aus der Sicht eines Heiligen, sehr spannend. Es lohnt sich dran zu bleiben. Thema sexuelle Gewalt. In Deutschland ein riesiges Problem. So groß, dass es von den Medien verharmlost wird, dass sie nur das bringen, wo sie einfach nicht mehr wegsehen können. Und unsere Regierung nur darauf bedacht ist, klarzustellen, dass dies auf keinen Fall etwas mit der Migrationspolitik zu tun hat. Und deswegen wurden jetzt auch angeblich aus datenschutzrechtlichen Gründen die Fragebögen bei der Polizei geändert, sodass nicht mehr erfasst wird, ob der Täter einen Migrationshintergrund hat. Das soll nicht unser Thema sein heute Abend. Dafür gibt es genügend andere Kanäle, die sich um solche Sachen kümmern. Wir schauen uns das Ganze heute von der spirituellen Ebene aus an, beziehungsweise ich möchte euch mit euch heute über eine Hauptursache von sexueller Gewalt sprechen. Und eben wie hauptsächlich Frauen, aber auch Männer sich davor schützen können. Es gibt auch männlichen sexuellen Missbrauch, weit häufiger als wir es ahnen. Das hängt natürlich damit auch zusammen, dass die Männer in der Regel eher scheu sind und sich vielleicht auch schämen, bezüglich dieses Themas. So, Gewalt ist also leider ein ernstzunehmendes Problem geworden. Und der beste Schutz davor, und ich nehme es vorweg, und wer ja unsere letzten Telcos verfolgt hat, ihr ahnt es ist ein starkes Schoßchakra. So, wir haben ausführlich über das Schoßchakra gesprochen in den letzten Wochen, über den männlichen Schoß, über den weiblichen Schoß, warum der kraftvollste Ort im Menschen so mit Schuld und Scham belegt wurde und warum offensichtlich schon seit langer Zeit speziell eben dieses Chakra so in den Menschen geschwächt wird. Und der andere Punkt ist, dass selbst 99% der spirituellen Menschen bisher noch nie von diesem Chakra oder Energiezentrum gehört haben. Was wir uns bewusst machen dürfen, ist, dass jeder Mensch zwei primäre Energien in sich trägt. Das ist die weibliche, schöpferische, mütterliche Energie und eben die männliche, väterliche Energie. Und beide Energien wurden in ihrer Bedeutung komplett pervertiert. Und die Menschen wurden in die Irre geführt bezüglich ihrer Bedeutung. Die meisten Menschen, sie haben eine falsche Vorstellung von diesen beiden Energien. So, wir beschäftigen uns heute Abend mit der weiblichen schöpferischen Energie, auch Shakti-Energie genannt, und zwar mit einem Aspekt der Shakti-Energie, und das ist die sexuelle Energie des Schoßes. So, die entscheidende Energie im Schoß, im Schoßchakra, nennt sich im Östlichen Kama-Energie. Kama. Nicht Karma mit R, sondern Kama, Kama. Und das ist die sexuelle Energie. Und wir können es auch etwas weiter fassen und sagen, es ist die Wunschenergie. Und wir brauchen diese Energie, um leben zu können, um erschaffen zu können. Der Sitz der Quelle eurer göttlichen Kraft liegt im Schoß. Wir können das nicht oft genug sagen. Und wenn euer Schoß stark ist, wenn er kraftvoll ist, dann habt ihr eine starke, balancierte Kama-Energie, eine balancierte sexuelle Energie, eine balancierte Wunschenergie. Und dann seid ihr ziemlich gut in der Lage, was immer ihr an Vorhaben habt, an Plänen habt, so was immer ihr in eurem Leben umsetzen wollt, dass ihr es erfolgreich tun könnt. Und der andere Punkt, ein starker Schoß ist verbunden mit einer guten Anbindung an euer Brahma Consciousness, an euer Schöpfungsbewusstsein. Und das heißt, dass ihr eine ziemlich gute Klarheit darüber habt, was in welcher Situation die richtigen Schritte für euch sind, wenn euer Schoß stark ist. Weil ihr merkt dann ziemlich schnell, wenn jemand euch in das Licht führen will, wenn jemand ja nicht so gute Absichten mit euch hat. Und ihr entwickelt ein Gefühl dafür, ob jemand die Wahrheit spricht oder eben auch nicht. So, kommen wir zurück zum Thema. Warum nimmt die sexuelle Gewalt zu? Und natürlich, die Faktenchecker, die berichten, dass dies eine subjektive Wahrnehmung sei und in Wahrheit gehen Vergewaltigungen sogar zurück. Ja, über Statistik wollen wir hier nicht reden. Ein Statistikexperte sagte einmal, über Statistiken kannst du jedes gewünschte Ergebnis belegen. Und hohe Zahlen sind definitiv nicht erwünscht. So, was wir an Informationen haben, ist sexuelle Gewalt und Missbrauch ein riesiges Thema, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Und wir erleben, dass in unseren Kursen zum Beispiel bis zu 50% der Teilnehmer Missbrauchserfahrungen haben. Ja, und sexuelle Gewalt ist eine Kriegstaktik. Eine Kriegstaktik, um ein Volk zu brechen. Vergewaltige seine Frauen und damit zerstörst du ein Volk. So, das ist eine Kriegstechnik, die in allen Kriegen angewendet wird. Und über Missbrauch und sexuelle Gewalt, ja, selbst sexuelle Belästigung, damit wird der Schoß der Frau immens traumatisiert. Und dieses Trauma, wenn es nicht geheilt wird, dann überträgt es sich auf die Kinder und auf deren Kinder. Und aus diesem Grund ist die Heilung der Ahnenlinie von so großer Bedeutung und eben von großer Bedeutung, dass wir unsere Traumata, wenn wir welche erfahren haben, und das größte Trauma ist ja schon die Geburt, so wie sie hier in der westlichen Welt stattfindet, das ist das erste große Trauma, so diese Traumata in die Heilung zu bringen, damit eben unsere Kinder dies nicht für uns ausleben müssen, dass sie es nicht für uns erlösen müssen. So, das Schoßchakra wurde aber nicht nur von Frauen geschwächt, das gilt ebenso für die Männer. Die meisten Männer haben ein geschwächtes Schoßchakra. Und ich gebe euch nochmal einige Symptome eines stark geschwächten Schoßchakras. Und das sind unter anderem immer wieder emotionale Aufs und Abs, Depressionen, Niedergeschlagenheit, Unklarheit, ein verwirrter Geist und eben auch jede Form von Süchten. Ob das nun Alkohol ist oder Drogen oder Kaffee, es kann auch Arbeitssucht sein. Und eine Sucht ist eben auch speziell die Sexsucht. So, wer ein schwaches Schoßchakra hat, ist kaum in der Lage, seine sexuelle Energie zu kontrollieren. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, warum wir so viel an sexueller Gewalt in der Gesellschaft erleben. Ja, nicht nur von Migranten, weil häufig geschieht das innerhalb der Familie. Die Kirche ist ein riesiges Thema. Ja, wir haben die Kinderhändlerringe. Und was in den höheren Kreisen an Perversionen, auch einen rituellen Missbrauch abläuft. So, ich werde darüber nicht sprechen heute Abend, weil es sprengt den Geist eines normalen, mitfühlenden Menschen. Es ist jenseits des Vorstellungsvermögens. Ich möchte nur sagen, achtet in diesen Zeiten besonders auf eure Kinder. Viele Migranten oder Zuwanderer, die eingeladen werden, zu uns nach Deutschland zu kommen, haben ein großes Problem. Sie sind jung und sie sind in der Blüte ihrer sexuellen Energie. Und sie wissen nicht, wie sie mit ihrer sexuellen Energie umgehen sollen. Und wenn dazu dann noch ein Weltbild hinzukommt, das ihnen einprogrammiert wurde, zum Beispiel, dass Frauen weniger wert sind als Männer, und wenn sie dann noch aus einem Land kommen, wo sexuelle Gewalt gegen Frauen auch nicht bestraft wird, toleriert wird, so dann wisst ihr, was passieren kann. Und das passiert auch. Ich habe vor langer Zeit einmal mit einem jungen Mann gesprochen, ich glaube, er war 27. Und es war ein Deutscher, das betone ich hier, der ein Jahr wegen versuchter Vergewaltigung im Gefängnis saß. Und anschließend hat er eine Therapie gemacht. Und dieser junge Mann, er war so verzweifelt über sein Tun und er erzählte mir, dass er eigentlich niemandem wehtun möchte. Und ich konnte seine Herzensqualität lesen. Das war eine wundervolle Seele, allerdings mit einer sehr geringen Willenskraft. Und er erzählte mir, dass wenn es ihn halt überkommt, wenn seine Gefühle hochkochen, dass dann alle Sicherungen bei ihm durchbrennen und dass er nur noch den Gedanken hat, eine Frau zu finden, damit er den Druck loswerden kann. Und er war ziemlich verzweifelt darüber, weil er nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und ich hatte damals noch nicht das Wissen, auch nicht die Technik über das Schoßchakra. So, diesen Menschen kann geholfen werden, wenn sie es wollen, wenn sie bereit sind, ihre sexuelle Energie zu balancieren. Und viele wollen das. Und sie wissen einfach nicht, wie sie mit dieser Energie umgehen sollen. Und das ist natürlich keine Entschuldigung, weil sie sind für ihr Handeln verantwortlich, aber es nützt nichts, sie einfach in den Knast zu stecken, weil wenn sie wieder rauskommen, machen sie weiter, weil sie einfach nicht anders können. So, wenn ihr Schoßchakra schwach ist, dann können sie vom Kopf her noch so genau wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Ihre unbalancierte Karma-Energie oder sexuelle Energie übernimmt an einem bestimmten Punkt die Kontrolle über sie. Und ich denke, jeder, der mit Sucht zu tun hat, was nun Alkohol ist oder Schokolade, Süßigkeiten, ja, ihr wisst vom Kopf, hey, das tut mir nicht gut, aber irgendwann überkommt es euch. Und in diesem Fall ist es nichts anderes. So, die Frage ist natürlich berechtigt, warum so viele junge Männer ins Land geholt werden. Ja, weil sind das alles wirklich Kriegsflüchtlinge oder politisch Verfolgte? Ja, es ist Nebenschlenker. Die Oberen wissen ganz genau, dass Migration auch eine Kriegswaffe ist. Und ich bin sicher, sie wissen genau, und ich spreche von den Leuten ganz oben, oder Wesen, was soll ich dazu sagen, sie wissen genau, dass wenn man das Schoßchakra der Menschen schwächt, man ihren Willen schwächt, man ihre Entscheidungsfähigkeit schwächt. Und dass man sie über die Kontrolle des Schoßchakras Dinge machen lassen kann, die ein Mensch sonst nie tun würde. So, und das kann sich zum Beispiel in einem Kaufrausch zeigen. Ja, die Menschen fokussieren sich dann sehr aufs Konsumieren, es kann halt in Süchte jeglicher Art reingehen und es kann auch in sexuelle Gewalt reingehen oder auch in Krankheiten jeglicher Art.
worüber sich dann die Pharmaindustrie freut. Die meisten Menschen haben keine Vorstellung darüber, wie energetisch versucht wird, die Menschen über ihre Energiezentren und eben besonders über das Schoßchakra zu manipulieren. Wir sollten aber nicht in die Versuchung geraten, es denen da oben die Schuld zu geben, weil es wäre viel zu einfach. Die da oben gehen einfach an die Schwachstellen der Menschen ran, an ihre Blogs, an ihre Gier, ihre Bequemlichkeit. Also die meisten Menschen haben die Angebote, die ihnen gemacht wurden, angenommen, ohne zu hinterfragen, ob sie wirklich gut für sie sind. So, wie dem auch sei, die wichtigste Aussage ist, je stärker euer Schoßchakra, umso weniger werdet ihr belästigt oder angegriffen. Weil Täter suchen sich unbewusst Menschen mit einem schwachen Schoß aus. Also Menschen, die sich aufgrund ihrer Glaubensmuster auch eher als ein Opfer sehen. Und ähnlich ist es auch beim Mobbing. So, der beste Schutz ist ein starkes Schoßchakra. Und über euren Schoß, also über Schoßheilung und Schoßreinigung, könnt ihr jeden Missbrauch in die Heilung bringen. Und wer einen starken Schoß hat, der wird zum bewussten Erschaffer seines Lebens. Unabhängig davon, was ihr in der Vergangenheit erfahren habt. Und ein schwacher Schoß führt dazu, dass andere über unser Leben bestimmen. Kommen wir auf Buddha. Die Lehre des Buddha war, den gemäßigten Weg zu gehen. Buddha hat schon erkannt damals, dass es die Wunschenergie ist, die den Menschen zerstört, wenn er es eben nicht schafft, seine Wunschenergie zu kontrollieren. So, wie viele Menschen zum Beispiel sind unglücklich, weil sie nicht den Partner finden, den sie sich wünschen, weil sie nicht das bekommen, was sie wollen. Und das ist die Anhaftung. Und auch wenn sie wissen, dass sie in der Anhaftung stecken und dass der Schlüssel das Loslassen ist, ja, auch wenn sie das vom Verstand her erkennen, es nützt ihnen nicht wirklich etwas, wenn ihre Schoßkraft geschwächt ist. Und interessant ist auch, dass Buddha ebenfalls über das Schoßchakra Bescheid wusste und dass er selbst spezielle Prozesse gemacht haben soll, um seinen Schoß zu stärken. Das heißt, die hohen Eingeweihten in den verschiedenen Religionen, die wissen darüber. Aber die Frage ist, warum gibt niemand das Wissen weiter? Also das ist eine Frage, die wir uns immer stellen sollten. Was sind die wahren Absichten auch des Zurückhaltens? So, Swami selbst hat immer viel an Widerstand und Negativität erfahren, als er dieses Wissen und eben speziell auch die neuen heiligen Schoßmantren herausgegeben hat. Und auch wenn sich das Wissen nur langsam verbreitet, es ist jetzt draußen in der Welt und es kann nicht mehr aufgehalten werden. Swami hat zum Beispiel innerhalb des Schoßprozesses ein Mantra gegeben, das direkt bei sexuellem Missbrauch angewendet werden kann. Also wenn immer jemand sich sexuell bedroht fühlt, dieses Mantra innerlich zu chanten und die Energie auf den Angreifer werfen. Und die Chancen stehen gut, dass er von seinem Tun ablässt. So, für alle, die den Prozess gemacht haben, ist das Vishvashakti-Mantra, das ihr auf jeden Fall euren Töchtern geben solltet. Also für alle, die dieses Mantra auch aufgeladen haben. So, das sind also sehr machtvolle Mantren, die wir in einem Vortrag auch nicht rausgeben können, weil es da diverser Vorbereitungen bedarf. Und damit diese Techniken funktionieren, ist es eben notwendig, den heiligen Schoßprozess einmal für 101 Tage zu durchlaufen. Und damit reinigt und stärkt ihr eben halt euren Schoß über die Mantren und darüber erlangt ihr dann wieder die Befehlskraft über eure göttliche Schöpferkraft. Und diese hat man den Menschen oder eben vielen Menschen ja aus niederträchtigen Gründen genommen. Oder die Menschen haben sich ihre Kraft nehmen lassen. So, das Kraftvollste, was wir euch in diesen Zeiten geben können bezüglich eurer Schöpferkraft, ist der heilige Schoßchakra-Prozess. Wir wissen aber auch, dass nur die wenigsten Menschen bereit sind, sich auf einen 101-tägigen Meditationsprozess einzulassen und dass vielen eben auch die Disziplin dafür fehlt, so einen Prozess durchzuhalten. Und es zeigt auch, wie gering bei vielen Menschen die Willenskraft geworden ist. Und das ist die Crew. Wer Erfolg im Leben haben will, ob in der Spiritualität oder auch im weltlichen Leben, wobei für uns gibt es keine Trennung zwischen Spiritualität und weltlichem Leben, es ist eins. So, wer sich also Erfolg für seine Unternehmen wünscht, der braucht für gewisse Zeit Disziplin. Also ohne Disziplin geht es halt nicht. Und trotzdem, wir möchten euch noch ein paar Tipps geben, wie ihr auch ohne Mantren euren Schoß stärken könnt. Und vorweg noch eine Technik, die ihr eben machen könnt bei sexueller Belästigung. Dafür gebe ich euch jetzt noch ein kurzes Mantra. Also wann immer ihr bedroht werdet, könnt ihr die Silbe Ham innerlich wiederholen. Die Silbe Ham. H-A-M. Ham. Diese Silbe ist das Schwert der göttlichen Mutter Durga,
das die Illusionen durchtrennt. Wir haben das im aktuellen Navaratri-Kurs ausführlich besprochen. Und das ist eine sehr kraftvolle Silbe. Ham. So lass sie einfach innerlich laufen. Om, ham, 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 ham. Und stellt euch vor, diese Energie dem Angreifer, der euch bedroht, zu schicken. Es ist sehr kraftvoll. So, wie gesagt, der beste Schutz vor Angriffen ist ein starkes, gereinigtes Schoßchakra. Auch viele Männer haben ihren Schoß allein dadurch verunreinigt, wenn sie viele Partnerinnen hatten. So, das gilt natürlich gleichermaßen auch für das Weib. Und das hat nichts mit Moral zu tun. Es geht einfach um den Seelenmechanismus, was mit der Seele passiert, wenn zwei Menschen in die körperliche Vereinigung gehen und ihre Körperflüssigkeiten miteinander austauschen. So, es kann ein Segen, aber auch ein Fluch sein, je nachdem, wie sehr der Partner, mit dem ihr zusammen seid, wie sehr er eurer Seele gut tut oder eben auch nicht. Und auch, wie viele unerlöste Themen oder Blocks dieser Mensch noch in sich trägt. Und das ist nicht wertend gemeint. Jemand, der viele negative Eigenschaften oder Schwingungen in sich trägt, über die Vereinigung nehmt ihr einen großen Teil dieser Schwingungen von diesen Menschen auf, in euer eigenes System. Und dann dürft ihr sehen, wie ihr diese Energie wieder loswerdet. Also dann ist es eure Aufgabe, sie wieder zu reinigen. Und das kann ziemlich herausfordernd sein. So, und aus diesem Grund empfehlen wir, vor jeder neuen Partnerschaft eine Schoßreinigung durchzuführen, um sich von Altlasten zu befreien und eben mit einer klaren, geklärten Energie in eine neue Beziehung starten zu können. So, und jetzt kommen wir noch zu einigen Tipps, wie ihr auch ohne ein Mantra euren Schoß in einem gewissen Maße stärken könnt. So, erster Punkt. Ein kraftvolles Werkzeug ist es, Prema zu entwickeln, also bedingungslose Liebe. Das heißt Liebe ohne Erwartungshaltung. Das ist allerdings für viele Menschen eine riesige Herausforderung, da sie aufgrund ihrer Verletzungen viele Mauern um ihr Herz aufgebaut haben. Und der Schoßprozess ist unter anderem dafür da, solche Mauern einzureißen. So, den Weg der Liebe zu gehen. Liebe ist sehr kraftvoll, um euren Schoß zu stärken. Dann der zweite Punkt. Verbindet euch mit dem Schoß eurer physischen Mutter. So, über diesen Link, über diese Verbindung stärkt ihr ebenfalls euer Schoßchakra. Und es spielt keine Rolle, wie stark oder schwach eure Mutter war oder ist. Die Verbindung von eurem Schoß zum Schoß eurer Mutter ist die Verbindung zum Schoß der göttlichen Mutter. So, denkt vor dem Schlafengehen an eure leibliche Mutter. Dankt ihr, dass sie euch geboren hat, und verbindet euch in Liebe mit ihr. Wenn ihr merkt, oh, da ist noch etwas zu heilen in mir, in der Beziehung zu meiner Mutter, ja, da gibt es noch was zu vergeben, dann geht den Weg der Heilung und sucht euch gegebenenfalls auch Hilfe, wenn ihr das alleine nicht schafft. So, das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wesentlicher Punkt in eurem Leben. Weil über eine geheilte Beziehung zu eurer leiblichen Mutter fließt viel Energie zu euch und die stärkt euren Schoß. Wir haben da auch vor längerer Zeit eine Heiltechnik gegeben und das Video werde ich euch morgen verlinken. Dann ein weiterer Punkt, der dritte Punkt, den wir bereits mehrfach angesprochen haben und ausführlich erläutert haben. Verbindet euch vor dem Einschlafen mit dem Schoß der göttlichen Mutter. Bittet die göttliche Mutter darum, euren Schmerz, eine negative Erfahrung in die Heilung zu bringen. Entschuldigung. Also bringt vor dem Einschlafen die göttliche Mutter vor euer drittes Auge oder denkt an die göttliche Mutter. Und auch so könnt ihr euren Schoß stärken und Heilung erfahren. Das ist eine sehr kraftvolle Technik. Dann der vierte Punkt. Entscheidet euch für einen Schoß. Das war ein Swamis Wort in einem Talk. Entscheidet euch für einen Schoß. Heißt, bleibt bei einem Partner. Wenn ihr ständig die Schöße, also eure Partner, wechselt, dann nimmt eure Seele viele Irritationen auf, viele Störungen auf, sodass ihr letztendlich immer weniger in der Lage seid, überhaupt zu erkennen, welcher Partner für euch gut ist oder eben auch nicht gut ist. Und auch hier ist eben die Lösung schon angesprochen. Vor einer neuen Partnerschaft solltet ihr als erstes euer Schoßchakra reinigen, weil dann wird es euch wesentlich leichter fallen, auch den Partner anzuziehen, der eurer Seele gut tut. Und der fünfte Punkt. Lebt euer Dharma. Findet heraus, warum ihr hier inkarniert seid, welche Aufgaben ihr hier vollbringen wolltet. Weil es gibt einen guten Grund, dass ihr hier seid. Und es ist wichtiger denn je, es jetzt herauszufinden. Denn die Erde befindet sich an einem kritischen Punkt und sie braucht jetzt
die Menschen, die sich wieder erinnern, warum sie ausgerechnet in diese verrückte Zeit gekommen sind. So, das hat einen Grund, dass ihr jetzt hier seid. Und findet ihn heraus. Swami sagte, lebt do or die euer Dharma, eure Bestimmung. Und auch damit stärkt ihr euer Schoßchakra. So, letztendlich kommen wir immer wieder auf den Schoßprozess zurück, weil er hilft euch immens dabei, diese fünf Punkte für euch zu entwickeln. Also euer Dharma klarer zu erkennen, er gibt euch die Kraft, euer Dharma zu leben. Heilt die Mauern um eure Herzen, also die Verletzungen, die zu den Mauern geführt haben. Ja, damit ihr dann einen Partner anziehen könnt, mit dem ihr glücklich sein könnt, eurer Seele gut tut. Und dann hilft euch der Schoßprozess dabei, vergangene Beziehungen in die Heilung zu bringen. Für unglückliche Partnerschaften, auch wo jemand vielleicht Missbrauch erlebt hat. Dann der wichtige Punkt, die Beziehung zu eurer Mutter zu heilen. Und eben das Allerwichtigste, ihr baut eine starke Verbindung zu eurer Schöpferkraft auf. Weil die brauchen wir, um die aktuellen Probleme auf unserem Planeten lösen zu können. Ja, um die eigenen Probleme zu lösen in der Familie und eben darüber hinaus. Und die Empfehlung an alle von euch, die den Elemente- und Schoßprozess durchlaufen haben, habt die Elemente-Mantren und die Schoßmantren abrufbereit. Weil damit seid ihr für alle Eventualitäten auf energetischer Ebene gerüstet. Weil ihr seid damit in der Lage, über euren Geist mit diesen Kanälen die Materie zu verändern. Und damit könnt ihr kommende, geplante Ereignisse in eine andere, positivere Richtung bringen. Besonders, wenn ihr euch mit mehreren zusammentut. Und genau das tun wir hier mit unserer wöchentlichen Weltfriedensmeditation. Und wir laden jeden herzlich ein, der die Aufzeichnungen unserer wöchentlichen Telcos sieht, macht mit bei unseren geführten Meditationen. Sie sind ein großer Segen für die Teilnehmer und gleichzeitig kreieren wir uns eine Welt, in der der Hauptwert wieder die Liebe ist, Prema ist. Und je mehr wir sehen, umso kraftvoller können wir das Bewusstsein der Liebe wieder im morphogenetischen Feld verankern. Von wo es dann auch einen Einfluss auf alle individuellen Bewusstseine nimmt. In diesem Sinne starten wir mit unserer Meditation. Shanti, Shanti, Shanti. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Worte von Swami vorlesen. Über die Karma-Energie, über die sexuelle Energie, welchen Einfluss sie auf unser Leben hat und warum es nicht möglich ist, bestimmte Erleuchtungsstufen zu erfahren, wenn man sein ganzes Leben sexuell enthaltsam gelebt hat. Das war ein sehr spannender Punkt. Lehnt euch zurück und genießt Swamis Worte, sie sind tief.